Bevor ich meinen Preis für was auch immer annehme, beginne ich mit einem kleinen poetischen Vorspiel. Eines schönen Tages werde ich die Welt verschlingen. Und wenn ich das tue, geht ihr alle qualvoll zugrunde. Ist das nicht motherfucking Moondog? Moondoggy! Mann, du siehst scheiße aus. Wieso denn? Ich sehe doch genauso aus wie immer. Du hast dir dein ganzes Talent weggeballert. Mit Weibern und krassen Exzessen. Genau, mein Ding. All diese Dinge, die den Saft meiner Lenden befeuern. All das ist mir wichtig. Dann höre ich Musik. Die Welt hallt wieder und wieder. Und dann treffe ich die Frequenz, bei der ich anfange zu tanzen. Dann bewegen sich meine Finger. Alles an und in mir wirbelt durcheinander. Und die Scheißwörter kommen einfach raus. Jetzt ist Schluss damit, mit den Dummheiten. Erst wenn sie ihren Roman rausbringen. Und wenn sie es versauen, geht's wieder ins Gefängnis. Wünsch mir Glück, ich schreibe den nächsten großen amerikanischen Roman. Alles klar. Vielleicht gibt's eine Sexorgie, wenn ich wiederkomme. Ich lade deine Mutter ein. Danke, Mr. Moondog. Ich versuche, die Verbundenheit mit der Welt aufzudecken. Einfach mir nach, mein Freund. Na los, Mann. Ist er ein guter Pilot? Nein, Mann, der alte Grünstar auf beiden Augen. Ist doch perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht. Hauen wir rein, Baby. Geiler Scheiß, Mann. Du warst früher eine Gelddruckmaschine, Alter. Wenn du rumballern willst, schnapp dir das Ding hier. Okay. Jetzt fütter ich erstmal meinen koksenden Papagei. Ja, gib ihm was. Fuck. Gleich nochmal. Willkommen, kleiner Dumbo. Wir sind eine große Familie hier. Egal wie klein. Ihr besitzt etwas sehr Kostbares. Ihr habt Wunder. Ihr habt Zauber. Ihr habt Magie. Komm mit mir. Gemeinsam können wir auf den Schwingen dieses Elefanten emporsteigen. Was ist los? Wo bringen die sie hin? Bringt Dumbo wieder rein. Aber sie ist seine Mutter. Tu doch was! Er braucht uns. Sieh mich an. Wir holen deine Mutter wieder zurück. Für mich sieht er nicht sehr magisch aus. Ihre Kinder müssen wissen, dass sie an sie glauben. Komm schon! Dumbo, zeig's ihnen. Flieg, Dumbo. Flieg. Baby of mine. Dumbo. Ich war ein verdammt guter Künstler, ein Zweiter Weltkriegsillustrator. Und jetzt kann ich kaum meinen Namen schreiben.
Ich habe gehört, was mit dir geschehen ist. 5 haben ihn fertig gemacht. Es ist ein Wunder, dass er überlebt hat. Nimmst du deine Medikamente? Ich wurde um ein Haar totgeprügelt. Völlig grundlos. Ein Fuß vor den anderen. Gut so, Mark. Umarme den Schmerz. Aber ich habe eine Welt erschaffen, in der ich genesen kann. Was ist das alles? Willkommen in Marvin. Das ist meine Kunstinstallation. Du bist Künstler? Ist eine komplizierte Geschichte. Erzähl sie mir. Willst du sie wirklich hören? Ja. Sie haben mir jede Erinnerung aus dem Schädel geprügelt. Alles aus der Zeit vor dem Angriff ist weg. Also müssen meine Puppen diese Geschichte erzählen. Das sind die Frauen von Marvin. Und sie beschützen Mark. Wir sind ein und derselbe Kumpel. Vor den bösen Männern. Los geht's. Ich hab dich rufen hören. Willst du eine Decke? Nein, keine Decke. Keine Decke. Sind alle Puppen in Marvin Leute, die du kennst? Ja, es gibt Anna. Da. Julie. Scheiße. Ja. Carala. Du darfst nicht vor deinem Problem weglaufen. Roberta. Gehst du zur Urteilsverkündung? Du musst diesen Schlägeridioten gegenübertreten. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Unser Schmerz ist unser Raketenbenzin. Das Leben, das ich früher hatte, wurde mir genommen. Aber ich bin noch hier. Ich habe Hoffnung. Und ich habe meine Stadt. Und ich habe meine Freunde. Wir sind für dich da. Ich komme schon klar. Alles ist möglich in Marvin. Hoch die Tassen, Mädels. Die Menschen sollten sehen, wie besonders Marvin wirklich ist. Aufs Leben, auf die Liebe, auf die Frauen von Marvin. Hallo, entschuldigen Sie. Brauchen Sie vielleicht Hilfe? Nein, ich komme schon klar. Lassen Sie mich mal sehen. Kennen Sie sich etwa mit Autos aus? Nein, eigentlich nicht. Was sagten Sie vorhin, womit Sie Ihr Geld verdienen? Gut, lassen Sie uns diesen Laden nehmen. Sagen wir, das wäre eine Bank und dieser Tresen da, das wäre ein Bankschalter mit so einer Scheibe. Und dann gehst du da rein, ganz ruhig. Du gehst auf sie zu, du siehst ihr in die Augen und sagst, Man, das hier ist ein Überfall. Du zeigst ihr die Pistole und sagst, ich will nicht, dass sie verletzt werden, denn ich mag sie. Sogar sehr. Also brechen Sie mir nicht das Herz, okay? Ich glaube Ihnen kein Wort. Entschuldigung, Sir, ich würde gerne eine Konto eröffnen. Sehr schön. Und an welche Art von Konto dachten Sie dabei? An diese Art. An diese Art. Sie sagten, er war bewaffnet? Er hatte eine Knarre. Sie haben sie gesehen? Ja, und irgendwie war er auch ein Gentleman. Ja, er war sehr höflich. Er schien irgendwie recht nett zu sein. Sieh sich das einer an. Lächelt er etwa? In 5 Bundesstaaten. 93 Überfälle. In 2 Jahren. Versuch sie zu erwischen. Ja, wir lieben gern selbst die Handschellen zuschnappen lassen. Ich hoffe, ich werde die Chance dazu bekommen. Another town. Er verbrachte sein ganzes Leben hinter Gittern, außer in den Zeiten, in denen er ausgebrochen war. Jemand hätte ihm raten sollen, rechtzeitig aufzuhören. Wenn man was gefunden hat, was man liebt. Jedes Mal, wenn sich eine Tür hinter mir schließt, denke ich, war dies meine letzte Chance, dies und das oder was auch immer zu machen? Wissen Sie, was ich mache, wenn die Tür zuschlägt? Ich springe aus dem Fenster. Living is a gamble, baby. Loving's much the same. Ich weiß noch, wie ich mal mit ihm zusammensaß und sagte, in ihrer Lage gäbe es doch einen leichteren Weg, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und er sagte, Kumpel, hierbei geht es doch nicht darum, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mir geht es einfach nur ums Leben. Are all the same. Elfmeter. Chape muss ihn halten. Der Trainer kann gar nicht hinschauen. Danilo! Danilo! Chape ist weiter! Der Außenseiter Chape Coense hat es ins Finale der südamerikanischen Meisterschaft 2016 geschafft. Das Team Chape Coense fliegt heute nach Kolumbien und hofft auf ein märchenhaftes Ende einer großartigen Saison.
We begin with some breaking news, an airplane crash. An Bord war der brasilianische Fußballverein Chapecoense. 71 Personen sind ums Leben gekommen. Eles cortaram, gente, do dia pra noite. Aí eu vi que tinha sobreviventes. Tipo, eu voltei a respirar, sabe? É um luto por ter perdido muitos amigos. Mas seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? Chapa hat sich entschieden, weiterzumachen. Zwei der Überlebenden haben verkündet, diese Saison wieder spielen zu wollen. Nós sofremos um acidente aéreo, mas o time tá aí, tá jogando bem, é isso que importa. Calma, se a gente começar a brigar entre nós aqui, vai ficar tudo muito mais difícil, pô. Das brasilianische Team Chapecoense fliegt nach Kolumbien, um das Finale anzutreten, das ihre Teamkollegen letztes Jahr erkämpft haben. Das ist mehr als nur ein Spiel. Das ist die Wiederauferstehung eines Vereins und einer ganzen Stadt. Emmy scheint ein ganz normales Mädchen zu sein. Mit einer besonderen Gabe. Sie kann mit Pferden sprechen. Cäsar hat geschummelt. Wir sollen dich wie ein ganz normales Mädchen behandeln. Und sie ist eine echte Prinzessin. Mein Prinzessinnenballkleid. Du musst doch ein paar Tests bestehen, bevor du auf den Ball darfst. Beweisen, wie vornehm du bist. Und wenn ich das nicht schaffe? Doch als ihre Cousine Gisana auftaucht. Hallo Emmy, ich werde die perfekteste Prinzessin der ganzen Welt sein. Und was ist mit dir, Emmy? Wird Prinzessin Emmy auf die Probe gestellt. 3, 2, 1. Wir beginnen mit der Balance. Und jetzt Eleganz. Wo bin ich hier bloß gelandet? Prinzessin Emmy, du musst beweisen, dass du der Gabe würdig bist. Die Gabe, dass ich mit euch sprechen kann? Ein magisches Abenteuer über Mut, Freundschaft und Vertrauen. Hast du mir nichts zu sagen? Und eine etwas andere Prinzessin. Will irgendjemand etwas dazu sagen? Prinzessin Emmy. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Schokolade? Eiscreme? Popcorn? Oh, Donny! Demnächst im Kino.